Moin Leute, in diesem kleinen Guide zu Ghost of Tsushima will ich euch zeigen, wie ihr auf den Pfeilspitzenschrein hochkommt. Der Pfeilspitzenschrein befindet sich genau hier. Und zur besseren Orientierung ist hier oben die Burg Kaneda. Und ziemlich weit, weit südlich eben der Pfeilspitzenschrein. So, um da hochzukommen, müsst ihr erstmal hier vorne diesen Weg folgen. Geht ihr hier links hoch. Dann seht ihr hier eine Brücke, die aber leider kaputt ist. Da müsst ihr hier links runter und über diesen Felsen springen. Da könnt ihr noch ein bisschen Loot mitnehmen. Dann auf diese zwei Äste springen, springen. Was einsammeln. Dann könnt ihr hier hochklettern. Nochmal hochklettern. Und dann zwängt ihr euch durch dieses kleine Loch da unten. Dann haben wir hier so eine kleine Mini-Höhle, da kommt ihr locker raus, weil hier ist ein Spalt, da quetscht ihr euch auch wieder mal durch. Und dann springt ihr auf diese kleinen Felsvorsprünge hier, nach rechts. Folgt wieder dem Weg. Hier müsst ihr hochklettern. Und dann seht ihr hier unten so einen Felsvorsprung wieder. Da springt ihr drauf, aber rennt und springt, sonst fallt ihr eventuell noch runter. Und dann folgt ihr weiter dem Weg. Hier an diesen Bögen entlang seht ihr, dass da eine Brücke ist, die wieder mal kaputt ist. Und der Schrein befindet sich genau über dieser Brücke. Dazu geht ihr dann hier hin und nach links. Auf diesen Ast drauf. Dann springt ihr geradeaus. Zieht euch hoch. Und dann seht ihr hier nochmal ein paar Äste auf diesem Felsen. Da springt ihr drauf. Und von da aus könnt ihr auf den nächsten Felsen springen. Und wieder auf den nächsten Felsen. Und wieder auf den nächsten Felsen. Sammelt ein bisschen was ein auf dem Weg. Dann springt ihr hier runter. Und da könnt ihr hochklettern. Wieder auf einen Ast springen. Auf den anderen Felsvorsprung. Da habt ihr es eigentlich schon fast geschafft. Jetzt müsst ihr einfach nur dem Weg hier oben folgen und dann seid ihr beim Schrein. Und ja, bei mir hat es ziemlich lange gedauert, bis ich rausgefunden habe, wie man da hochkommt. Und deswegen wollte ich euch das im Video mal zeigen. Und falls euch es gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Kommi da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und viel Spaß mit Ghost of Tsushima.